Es ist wirklich für uns ein Erlebnis, immer wieder neu zu erfahren, was in der Gemeinde und im Umfeld noch für uns wichtig ist. Also wir bleiben auf dem Laufenden, sage ich mal. Ja, es bleibt so, dass wir zur Gemeinde gehören. Dass wir, der lange Arm ist da. Also wir reichen uns praktisch die Hand gegenseitig. Das ist eigentlich auch sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig nicht vergessen, sagt Adalbert Kühnel. Mit seiner Frau Martha wohnt er im Caritas Seniorenzentrum St. Josef in Stralsund. Martha ist 85 Jahre alt und leidet an einer beginnenden Demenz. Jeden Samstag kommt Roland Steinfurt zu Besuch, einer der rund 80 Ehrenamtlichen der Lazarusdienste in Stralsund. Für ihn ist es ein besonderes Herzensanliegen. Für mich ganz persönlich eine Aufgabe im Alter, ich bin jetzt Rentner, zu haben, mit Menschen umzugehen, unabhängig davon, welchen Glauben sie haben, und spontan für Menschen da zu sein. Das ehrenamtliche Hilfsangebot der katholischen Pfarrei St. Bernhard Stralsund Rügendemin wird in Kooperation mit dem Caritas Hospizdienst und dem Erzbistum Berlin durchgeführt und vom Bonifatiuswerk mit dem bundesweiten Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen für 2 Jahre mit knapp 18.000 Euro finanziell unterstützt. Freiwillige begleiten Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf unterschiedliche Weise, erklärt die Leiterin der Lazarusdienste Martina Steinfurt. Lazarusdienste macht ganz viel, also einmal Gespräche führen, einsame Menschen hierher einzuladen, Fahrdienste zum Friedhof, zu den Beerdigungen unterstützen bei allem, was mit der Beerdigung, mit dem Tod eines Menschen zu tun hat, bis hin zur Begleitung zum Gottesdienst, Vorbereitung der Gottesdienste bis zur Leiten einer Bestattung. Und Trauerarbeit ganz viel, Trauergruppen, Trauercafé, Begegnungscafés. Die erste Kontaktaufnahme läuft meistens telefonisch ab. Die Lazarusdienste in Stralsund, Sie sprechen mit Martina Steinfurt. Ja, hallo. Und Sie wünschen sich jetzt einen Besuch. Und wer war schon mal bei Ihnen? Ah, okay. Dann kann ich das gerne vermitteln. Wann wäre es Ihnen dann recht? So, dann fahren wir jetzt in eine betreute Wohnform, Stadtkoppel genannt. Und da sie sehr krank selber ist, freut sie sich immer, wenn man mal zuhört und ihr mal ein paar Tipps gibt. Und heute wollen wir ja mit ihr ihren Geburtstag nachfeiern. Ich freue mich. Hier ist auch was für den Hund. Hatten Sie sich ja gewünscht. Das können Sie ja sogar aufmachen. Mandy Sternkopf ist 54 Jahre alt. Vor 3 Jahren hat sie die Diagnose Krebs erhalten. Die Gespräche mit Martina Steinfurt tun ihr gut. Sie sprechen über alles, was ihr auf dem Herzen liegt, auch über den Tod. Auch wenn sie nicht gläubig ist, spürt sie, dass dort jemand ist. Weil man sagt ja doch, oh lieber Gott, hilf mir. Und ich hoffe, dass das auch macht, dass ich noch ein bisschen kann, wie ich möchte. Räume des Glaubens eröffnen. Wie das geht, zeigen die Lazarusdienste in Stralsund auf beeindruckende Weise. Umso mehr freuen wir uns, dass auch weiterhin innovative und kreative Wege in der Pastoral mit der notwendigen Unterstützung gesucht und auch gefunden werden können, wenn es um neue Räume des Glaubens geht. Gerade in der heutigen Zeit ist es von großer Bedeutung, unsere Kirche mit ihren vielfältigen und hoffnungsvollen, aber auch anpackenden Gesichtern zu zeigen. Die aktuellen Krisen in Kirche und Gesellschaft werfen tiefe Schatten, die wir nicht so einfach wegwischen können. Doch dürfen die vielen zukunftsweisenden, manchmal auch kleinen Aufbrüche und Initiativen nicht darunter verschwinden. Sie sind es, die das Potenzial haben, unsere Kirche und einladende Kirche zu zeigen und vor allem auch neue Wege zum Glauben erfahren zu lassen oder zu eröffnen. Planen Sie ein solch innovatives Projekt oder kennen Sie jemanden, der eine Idee hat, Glaube auf innovative und kreative, zeitgerechte Art weiterzugeben?
dann finden Sie mit unserem bundesweiten Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen die passenden Unterstützungsmöglichkeiten. Alle Informationen zur Antragstellung können Sie auf der Seite www.räume-des-glaubens.de einsehen. Es zeigt doch, unser Glaube bewegt.